Hallöchen und Miau. Ja, zu einer neuen Folge von Cat Quest. Ja. Wir haben ja schon in der letzten Folge ein bisschen gemetzelt. Sind auch zweimal gestorben. Und jetzt müssen wir halt herausfinden, warum, weshalb, wieso der König verflucht worden ist, wie wir den Fluch lösen. Also auflösen, fliegen, zerstören. Und ja. Auf jeden Fall haben wir ja den obersten Magier gefunden. Und der wird auf jeden Fall herausfinden, in der Zwischenzeit, wo wir mal rumwirken. Wie wir das lösen können, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und bis wir da ankommen, habe ich meine ganze Energie verloren. Deswegen werde ich hier jetzt auch schnell nochmal zwischen schlafen gehen. Gibt's hier denn irgendwas? Verdacht im Osten? Nee. Wir gehen auf jeden Fall darüber. Und gucken einfach mal, wie viel Glück wir haben. Dann steigen wir bestimmt auf. Also, oh ne, müssen wir uns jetzt wirklich dem Drachen stellen? Uiuiui. Hilfe. Nein! Im richtigen, falschen Moment. Ja, genau. Oh Mann. Das ist genau das, was ich jetzt gebraucht habe, ne? Das wird auch noch ein bisschen stärker werden. Quest Level 11. Gibt's noch was anderes? Das war auch falsch angefangen, denke ich. Ja, wir gucken uns das einfach nochmal an. Ja, genau, lass mich doch in Frieden. Dann natürlich das noch machen. Katzenminzko. Ach so, ja, das war das. Wobei. Damit wird die Hauptquest auf Eis gelegt, ja, von mir aus. Bitte, meine Schwester ist so krank. Warte mal kurz, das kommt mir mal alles furchtbar bekannt vor. Schauen wir uns das mal an. Oh, Katzenabenteurer, seid ihr wegen der Quest hier? Bitte, meine Zwillingsschwester ist so krank, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und lass mich raten, du brauchst Katzenminze. Es wächst in den Bergen, klar, beeilen wir uns. Es ist doch wieder... ein Hinterhalt wahrscheinlich. Aber es gibt dafür halt ein paar Erfahrungspunkte, ne? Irgendwas scheint hier nicht in Ordnung zu sein. Das hier ist genauso wie etwas, was wir schon gemacht haben. Und falls ich mich nicht irre, geraten wir gleich wieder in einen Hinterhalt. Wenn wir uns aber da drüben verstecken damit, dann können wir stattdessen auf diese Monster springen. Jeden Moment. Ich weiß gar nicht, was uns das jetzt weiterbringen soll. Ja, außer dass wir hier gleich auch wieder sterben. Oder auch nicht.
Aha, ich bin ein wahres Genie. Mina, miau. Und schau, diesmal wurde die Katzenminze nicht zertrampelt. Cool. Perfekt, gehen wir schnell zurück in die Stadt. Moment, da ist noch Gold. Das möchte ich noch eingesammelt haben. Lass mich doch einfach in Frieden. So. Ich sagte euch, dass ihr euch fernhalten sollt. Wo sind die Bauern? Arbeitest du für Drago? Nimm dies und komm nie wieder zurück. Das ist eure allerletzte Warnung. Wow. Jetzt bin ich mir ganz sicher, diese Stadt ist ein Spiegel der anderen auf der gegenüberliegenden Seite. Das hier ist ein mächtiger Fluch. In der Stadt auf der gegenüberliegenden Seite sollte das nächste Puzzleteil zu finden sein. Und deswegen schlafen wir jetzt einfach auch. Ach nö. Achso, ja, stimmt ja. Dafür noch nicht bereit genug. Ja, wir können ja auch noch ein bisschen nebenquesten. Gibt's hier denn noch irgendwas? Albtraum, genau. Level 15. Ich denke mal, wir gehen ein bisschen nochmal zu Kapital, glaube ich, heißt das. Und gucken, ob da irgendwas noch zu machen ist. Ja. Machen wir das doch. Wir haben einen Weg gefunden, um den Fluch vom König aufzuheben. Cool. Habt ihr Magierkätzchen schon eine Lösung gefunden? Ja, der Fluch besteht durch Geisterkugeln. Wenn wir also diese Kugeln zerstören, dann verliert der Fluch seine Macht. Klingt nach einem guten Plan. Wir kümmern uns drum. Kann ich gucken, ob du was für uns hast? 250. Ja, natürlich. Ist auf jeden Fall wichtig, dass wir das mal aufbessern. 250, wegen 5 Gold. Soll ich erstmal. Wobei wir. Wir sammeln jetzt erstmal weiter Gold. Und vielleicht noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Da hinten sind doch auch wieder welche. Was ist eigentlich mit dieser Höhle hier hinten? Welches Level hast du denn? Level 8. Sollen wir da mal reingehen? Ganz komische Geschichte. Ah. Okay.
Okay, warte mal. Kann ich mir das... Ach, hat er da schon alles drauf gemacht? Anscheinend, oder? Das habe ich doch gerade ausgerüstet, ne? Ach, Gottchen. Geräumt. Oh nein. Und warum kann ich hier... Oh. Und die ist tatsächlich auch verschlossen. Cool. Okay, dann können wir ja jetzt wieder... Warte, das müssen wir auf jeden Fall abspeichern. Da führt kein Weg dran vorbei. Weil nicht, dass wenn wir dann jetzt drauf gehen sollten, dass wir dann wieder das alles machen müssten. Das wäre natürlich nicht so gut. So, haha, Level 11. Cool. Einfach im Prinzip. Mounts, wir sollten in der Nähe der ersten Kugel sein. Oh, erscheint die Kugel etwa? Warum ist sie auf einem Monster drauf? Uiuiuiui. Die Kugel zerbricht und verschwindet. Haha, schön. Aua! Miau, eine weitere Kugel ist übrig. Oh Gott, erstmal schlafen. Nee, 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 nee. Die nächste Kugel ist in der Höhle. Hör zu, um die Kugel zu zerbrechen, müssen wir alles im Innern räumen. Ja, schon klar. 15. Oh Gott. Ach du Scheiße. Ach du. Ah! Oh Gott. Gehst du jetzt mal aus dem Weg? Meine Güte. Oh! Das ist unfair, wenn man von beiden Seiten gekillt wird. Toll. Okay, gut. Immerhin. Jetzt gucke ich mir das einfach mal an. Ah, okay. Müssen wir uns das später mal angucken. Oh. Ich hab's auch. Ah, ja, das mit auch, ne? Alter.
weg hier. Ist aber auch. Oh Gott, jetzt sind wir nicht mehr drin. Du fühlst, wie eine Kugel zerbricht und verschwindet. Wir haben sie zerstört, aber etwas scheint nicht zu stimmen. Lass uns nach draußen gehen und schauen, ob sich etwas verändert hat. Oh Gott. Will ich das wissen? Ah, der Typ schon wieder. Oberster Magier, ist der Zauber nicht gebrochen? Ich denke, die letzte Geisterkugel befindet sich im Inneren des Königs. Was? Wir können den König doch nicht zerstören. Ich muss die Kugel herausziehen und verbannen. Sobald ich bereit bin, retten wir den König gemeinsam. So, ob das jetzt reicht, um diesen Fuzzi hier hinten zu zerstören, weiß ich nicht, ne? Warte mal. Bevor wir das machen, werde ich nämlich abspeichern. Wäre ja lebensmüde, wenn ich das nicht machen würde. Na, jetzt gucken wir einfach mal, ob wir den... Oh ja, genau. Und jetzt hast du wieder deine Kumpels, oder was? Mit den letzten. Das kann ich stundenlang so machen, ne? Noch so ganz bereit sind wir noch nicht, ne? Deswegen kommen wir gehen lieber mal wieder noch mal zurück auf Katzpital und gucken halt eben, entweder ist hier noch was. Wobei wir könnten das ja mal ausprobieren, ne?
Jetzt will meine Schwester nicht mehr aufwachen. Bitte helft uns. Dies kann uns weitere Einsichten in diesem Flug verleihen. Also los. Oh, Katzabenteurer, ihr seid zurück. Die Katzenminze, die du uns gabst, hat meiner Schwester sehr geholfen. Aber wir haben nicht... Das Fieber meiner Schwester scheint abgeklungen zu sein, aber sie wacht nicht auf. Sie dreht sich im Schlaf hin und her und spricht von einem Ritter. Na uns, bitte. Ihr müsst uns helfen. Klingt ganz nach dem Tun eines Gespenstes. Manchmal dringen sie in Träume ein und verhindern, dass der Schlafende aufwacht. Zum Glück hinterlassen Gespenster einen starken Geruch, dem Geister wie ich folgen können. Folgen wir der Spur. Okay, warte, ich werde das hier jetzt erstmal speichern. Und dann werde ich erstmal meine... Oh! Was ist das? Berühr dich selbst mit einer heilenden Tatze und deine Wunden verschwinden auf magische Weise. Oh ja. Kann ich das auch? Cool. Was heißt das? Gold macht alles stärker. Willst du es? Nee, eigentlich wollte ich meine Angriffe verbessern. Und der wäre nämlich jetzt auch endlich mal so weit. Und dann muss ich halt gucken, dass ich dafür dann auch Geld krieg. So. Speichern auf jeden Fall. So, das heißt, wir müssen hier... Okay, es sieht so aus, als ob das Gespenst in dieser Höhle ist. Um ein Gespenst wirklich zu vernichten, musst du es selbst und all seine Diener vernichten. Verstanden? Ja, von mir aus. Ah, wir haben dafür keinen Mana, oder was? Ach du Scheiße. Müssen wir nachher gucken. Läuft doch im Moment gar nicht mal so schlecht. Ach du. Kriegst die Tür nicht auf. Trotzdem habe ich das, genau. Ich habe ja extra gespeichert, ne? Dann versuchen wir das halt nochmal. Yep.
du Scheiße, braucht das viel Mana. Fantastische Arbeit. Ich denke, wir können diesem Gespenst jetzt auf Nimmerwiedersehen sagen. Wie auch immer, machen wir uns schnell auf den Weg zurück. Die Schwester des Bauern sollte jetzt wieder aufwachen. Autsch, autsch. Anscheinend brauchst du zum Öffnen... Oh mein Gott, wir brauchen so viele Dinge. Okay, aber raus hier. Ich glaube, da drüben gibt es auch was zum Abspeichern. Nichts, was du tust, wird irgendwas ändern. Lass sie in Ruhe. Sie? Die Schwester? Das Haus ist wieder einmal leer. Seit vielen Jahren verlassen. So ein Idiot. Hat die gesamte Stadt verflucht. Miau. Vielleicht finden wir mehr in der anderen Stadt heraus. Sicherheit. Aber ich speichere hier lieber mal ab. Kommen wir jetzt wieder zu dem Drachen? Ich kann aber auch nicht locker lassen, ne? Dürfte ich auch irgendwann mal was machen? Hey, ich bin so stundenlang rumgelaufen. Ich werde mich nicht unterkriegen lassen. Nein, nein. Ich habe doch gesagt, nein. Und dann legt er sich einfach hin. Ach Gottchen, ich glaube, das wird noch nichts. Aber nicht mehr lange. Dann legt er nämlich auch hin. So, was geht hier ab? Der seltsame Talisman, ja gut. Dann machen wir das doch. Du nimmst einen seltsamen Talisman von der Übersicht. Bauern, was ist das für ein seltsamer Anhänger? Sie ignorieren uns. Sind sie alle verzaubert? Hallo? Zeig mal den Talisman. Spirit fliegt neugierig um den Talisman herum. Ich kann eine magische Spur sehen. Sie sollte uns zu dem führen, der das getan hat. Okay, dann speichern wir hier lieber mal. Oh Gott. Eieiei. Der Angriff scheint ja wohl ganz gut zu sein.
Da ist ein Zeichen auf dem Boden. Es sieht genauso aus wie das auf dem Talisman. Die magische Spur endet an diesem Zeichen. Warte eine Minute, ich höre Monster. Oh Gott. Zeig mal das Zeichen nochmal. Ja, kann ich das hier erstmal alles einsammeln? Oh, Götterkatzen, wo kommst du her? Talisman, Musa, Talisman. Sie ist echt freakig. Pass auf, Katzenkollege. Was? Gib mir Talisman. Sie will den Talisman, wenn der aus der Stadt mit, den wir aus der Stadt mitgenommen haben. Gib ihn ihr nicht. Wirf ihn ins Wasser. Miau, was war denn das denn für ein verrücktes Symbol? Wie seid ihr beiden hier erschienen? Warum kann ich mich an nichts erinnern? Oh Gott, der Katze, ich brauche mal eine Pause. Ich glaube, jeder, der das Symbol sieht, wird dem Talisman folgen. Jemand lockt Kätzchen in diese unheimliche Stadt. Wir müssen herausfinden, wer dahinter steckt. Schauen wir uns die Stadt nächstes Mal genau an. Okay, die nehmen wir jetzt auch an. Hier ist eine Mitteilung. Hilft mir denn niemand? Ich bin im ersten Haus. Sprich durch die Tür. Wir sollten uns beeilen. Ich will mich nicht wieder selbst verlieren. Nenn mich Miogan. Miogan? Was meinst du mit sich selbst verlieren? Ich wachte auf. Ich weiß nicht, wie ich hergekommen bin und versuchte wegzugehen. Doch da ist eine Barriere, die mich hier hält. Könnt ihr mir helfen, sie zu zerstören? Keine Angst, wir holen dich raus. Lass uns erstmal weitergehen, um einen besseren Eindruck zu bekommen. Okay. In diese Richtung kann ich nichts Seltsames spüren. Ja, meine Schnurrhaare prickeln. Das ist die richtige Richtung. Noch etwas weiter hoch. Ja, natürlich. Zu weit links. Fast da. Es kommt aus dieser Höhle. Ich bin mir sicher, wie der Zauber gebrochen werden kann. Aber alles im Inneren zu besiegen, ist ein guter Anfang. Wenn du meinst. Auf jeden Fall können wir bald unsere Fähigkeiten wieder weiter verbessern. Das mal an. Oh Gott, was ist das? Sag mal, kann ich mir jetzt mein Inventar mal angucken? Minus 32, aber... Ich wäre ja eigentlich dafür, dass ich mir das hier mal hole. Also anziehe. Uiuiuiui. Oh, toll.
Ja. Aber ich gehe jetzt erst doch nochmal hier rein. Und guck, ob ich irgendwas verbessern kann. Nee, für nix. Und das braucht gleich 350. Nee. Schade. Gibt's hier denn noch eine andere? Nee, ich glaube, ich gehe jetzt hier erstmal. So. Dann kann ich mich viel besser konzentrieren. Erstmal das schlimmere Übel hier. Okay, gut. Du gräbst einen Talisman aus. Oh Göttergarten, Katzen, was etwas passiert gerade. Der Talisman verschwindet. Die Magie ist weg. Lass uns zurückgehen und schauen, ob alles, ja. Der Schild ist weg. Ich bin frei. Flauschig, fällig, frei. Warte, welche Flauschpfote hat das getan? Und was ist mit den anderen Bauern? Gar keine Ahnung. Vielleicht sollten wir nochmal bei den Benachrichtigungen nachschauen. Oh, ich habe das im Haus gefunden. Du kannst es haben. Auf Wiedersehen. Muhaha. Und aufgestiegen sind wir. Ein Grund mehr zu speichern. So, was geht's jetzt hier? Ja, okay, da glaube ich, traue ich mich noch nicht ran. Ja. Aber meine Lieben, ich werde, denke ich, an dieser Stelle dann wieder einen Cut machen. Und wir sehen uns in einer neuen Folge. Und bis dahin sage ich Tschüss.